Vor einem Jahr haben wir gestartet mit unserer allerersten Klasse in einer überschaubaren Fläche in der Osloer Straße. Und das war ein riesengroßer Moment, dass diese Schule Wirklichkeit werden konnte. Das liegt an ganz besonderen Menschen, die daran geglaubt haben, zum Beispiel auch in der Vodafone-Stiftung. Und dann haben wir im letzten Jahr viel geschafft und viel gelernt, aber wir wussten alle, die größte Herausforderung ist das Gebäude. Werden wir einen Ort finden, wo wir als Schule bleiben können, wo wir hineinwachsen können? Und den haben wir jetzt gefunden. Dieses Gebäude ist unglaublich. Wir freuen uns riesig darüber, dass diese Räume hier so gut geglückt sind mit all den Unterstützerinnen und Unterstützern, die uns hier geholfen haben, diese Räume einzurichten und auch das Ganze finanziell möglich zu machen. Das ist bei uns als spendenfinanzierte Schule immer eine riesengroße Herausforderung. Und ich bedanke mich herzlich bei allen, die das für unsere Schülerinnen und Schüler möglich machen. Wir haben das Ziel, dass bei uns jeder Einzelne rausgeht, nicht nur mit einem Anschluss an die Schule, sondern diesen Anschluss auch erfolgreich beendet. Also entweder eine Berufsausbildung abschließt innerhalb von 4 Jahren oder das Fachabitur oder Abitur abschließt innerhalb von 4 Jahren. Und darauf können wir uns jetzt endlich konzentrieren, weil jetzt das Gebäude da ist. Eine große Herausforderung bleibt immer die Finanzierung. Andere Privatschulen finanzieren sich über Schulgeld. Das ist in Wedding nicht möglich. Unsere kleinen Menschen bringen riesige Talente und Fähigkeiten mit, ohne die es nicht geht, aber Geld bringen sie nicht mit. Und das Geld, das bringen andere Menschen mit, und dafür sind wir sehr dankbar und wir freuen uns immer über weitere Unterstützung.